Was ist denn da los an den Märkten? Es geht hin und es geht her, aber es geht nicht so richtig vorwärts, denn das Allzeithoch ist immer noch nicht gerissen. Es ist ein Drama, was der Markt uns hier da zeigt. Leider zieht sich das Ganze dann doch noch ein klein bisschen länger, als wir uns das erhofft haben. Trotz alledem, es gibt gar keine schlechten Nachrichten in dem Sinne. Heute Morgen gab es wohl eine schlechte Nachricht, wie ich das mitbekommen habe, mit Terrorwarnung, was den Markt mal kurzzeitig ein bisschen nach unten gedrückt hat. Aber wir sehen das, naja, was ist letztlich geblieben? Nichts wirklich Schlimmes. Der Markt hat es ebenso schnell wieder nach oben geschafft, hängt jetzt aber so halbwegs in der Seitwärtsphase ein bisschen lieb und lustlos, das Ganze. Und dementsprechend, ja, der Drive, der fehlt halt offensichtlich. Aber wer soll auch noch kaufen, wenn jeder schon drin ist? Interessant ist, dass wann immer der Markt mal ein bisschen nach unten kommt, sofort wieder die Käufer da sind. Wir sehen das hier beispielsweise im Stundenchart jetzt ja übergeordnet hier seit Jahresanfang, zügig runter, schnell wieder nach oben. Es hat bedauernd schnell runter, aber sofort waren die Käufer wieder da und haben gesagt, haha, nicht mit uns, beziehungsweise nicht ohne uns. Deshalb haben sie sich da schnell wieder positioniert. Es sieht also eigentlich noch ganz gut aus, zumindest mal beim DAX kann man den Eindruck gewinnen, denn wie gesagt, die Richtung ist eigentlich mehrheitlich immer noch nach oben. Da hat sich auch nichts mit diesem Rücksetzer hier geändert. Wir können also weiterhin davon ausgehen, dass das Jahreshoch, hätte ich fast gesagt, nicht nur das Jahreshoch, das Allzeithoch, viel geiler, nämlich diese schwarze Linie hier oben, trotz der Widerstandszone, in der wir ja oder vor der wir gerade hängen, immer noch abholbar ist. Vielleicht ist das Ganze sogar noch ein bisschen schöner geworden, da wir wissen, so diese typische Struktur, ich male das mal so andeutungsweise an, hier, die ist hier sogar gegeben. Es ist nicht gesagt, dass das jetzt so genau laufen muss, aber typischerweise ist so die Hauptkampfrichtung eher fünffällig. Das muss, wie gesagt, naja, theoretisch müsste es so sein. Praktisch ist es immer so eine Sache, ob man das dann wirklich so identifizieren kann. Wollen wir mal Theorie und Praxis nicht gegeneinander ausspielen. Aber die Erwartungshaltung ist nach so einer Rücksetzeraktion ja eigentlich immer noch ganz gut und damit die Chancen auch gegeben, dass wir das Allzeithoch nochmal reißen. Aber ebenfalls die Chance gegeben, da wir ja häufig eben nur tatsächlich bis zur 5 eben laufen, dass das Ganze dann doch noch irgendwie einschläft und wir dann eine etwas größere Korrektur zu erwarten haben. Denn, ich habe es eben schon gesagt, wer soll denn jetzt noch großartig kaufen an dieser Stelle? Es wird langsam knapp. Und der Drive lässt auch deutlich nach, wenn man sich das mal anguckt, was wir hier in den Sommermonaten oder Nachsommermonaten hatten, in den Herbstmonaten hatten. Und wenn wir uns das jetzt angucken, dann sehen wir schon, dass es eher so ein, oh, ich kann nicht mehr so richtig Markt ist. Aber die richtige Aufgabe, die ist also, dass man aufgibt nach oben, die ist ebenfalls noch nicht zu sehen. Gucken wir mal nach Amerika, gucken wir uns mal hier die Futures an. Das ist nochmal was, was ich ja schon eingezeichnet hatte, worüber wir schon mal gesprochen haben. Hier sehen wir ebenfalls diesen deutlichen Rücksetzer, diesen Restart hier auf dem Weg nach oben. Und das will ich mir mal lieber sogar angucken beim S&P. Denn da ist das Bild sogar noch ein klein bisschen schöner, nämlich dieser tolle Anstieg und anschließend dieses klassisch wackelnde Korrektive, was wir hier auf der Abwärtsseite haben. Und für die Fibo-Freunde unter uns, die auch mal für den Nachmittag noch mal ein bisschen da was einzeichnen wollen, wir sind gerade bis zu der Marke gelaufen, die ich noch einigermaßen akzeptabel finde, um die Long-Seite noch toll zu finden. Hier in diesem Bild, nämlich unter der 78er, fange ich an, nervös zu werden und sage, müssen wir wirklich so weit korrigieren, wenn wir doch eigentlich so toll unterwegs sind nach oben? Wir sehen also auch hier, dass der Markt, ich sage nicht, dass er nicht mehr kann oder nicht mehr will, formulieren wir es andersrum, nicht mehr will, aber es sieht nicht danach aus, als ob er es aktuell so richtig kann. Es sieht nach Ermüdungserscheinungen auch hier aus. Der Wille ist wohl noch da, aber ist noch die Power da, den Markt wirklich nach oben zu drücken? Im Moment sieht es schwierig aus. Und wenn ich auf den Nasdaq gucke, dann sieht man, dass das hier sogar noch deutlicher ist. Trotz alledem, ich will gar nicht pessimistisch sein. Wenn man übergeordnet guckt, es sieht immer noch komplett bullisch aus. Und all das, was ich hier sehe, macht noch nicht den wirklich komplett negativen Eindruck im Sinne von, der Markt hat jetzt komplett aufgegeben. Aber wir müssen uns eher damit anfreunden, mal, dass so langsam die Puste ausgeht. Ich will nicht den Bären hier an die Wand malen, überhaupt nicht. Aber in so einer Situation muss ich nicht wirklich long gehen. Und ich wechsle nochmal, ich springe jetzt zwischen den Märkten hier, ich wechsle nochmal auf diesen Markt. Im Moment hier, kann man machen, muss man nicht machen. Klassiker ist ja wieder so das Zwischenhoch. Wir erinnern uns, was ich immer ganz gerne habe, einfach mal so die Zwischenhochmarke ansteuern und dann mal gucken, wenn er dann da nochmal drüber geht. Allerdings mit einigermaßen mauen Zielerwartungen. Jetzt haben wir noch den Gipfel in China, hätte ich fast gesagt. Nein, er ist nicht in China, er findet ja in Amerika statt, aber
mit den Chinesen, USA, China, den Gipfel, den haben wir quasi direkt bevorstehend. Das heißt, da ist sowohl mit Twitter zu rechnen, als auch mit Hard Facts, die möglicherweise rauskommen. Allerdings, wer glaubt tatsächlich an Hard Facts? Dazu eine kleine Anekdote nochmal in dem Bereich. Die Japaner beispielsweise gehen, also die Unternehmensführer in Japan, die gehen zu 90% davon aus, dass Trump wiedergewählt wird, wohlgemerkt am Ende des Jahres, wann auch sonst, und gehen zu, ich muss jetzt lügen, 80, 90, 70, aber mehrheitlich davon aus, dass auch nach der Wiederwahl mit den Chinesen keine Einigung gefunden wird, keine schnelle. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, denn die Aussage ist, es geht gar nicht darum, ob jetzt die Entscheidung da gefällt wird mit den Chinesen, sondern man geht davon aus, dass selbst nach der Wahl, die ja erst Ende des Jahres stattfindet, da nicht stattfindet. Also insofern ist so ein bisschen die Meta-Nachricht, da wird keine Einigung wirklich erzielt werden. Wir werden sicherlich eine Freudenbotschaft getwittert bekommen. Wer daran glaubt oder glauben mag, der wollen wir mal gucken. Wir wollen auch mal gucken, wie die Chinesen darauf reagieren. Sie sind ja, was die Nachrichten angeht, auch immer sehr höflich und freundlich und sagen, ja, es ist ja alles gar nicht so schlecht. Also insofern spielen diese beiden Seiten ja eher ein harmloses Spiel. Aber wenn man ehrlich ist, von Einigung ist da nichts zu spüren. Also die Chinesen sind auch ein bisschen schmallippiger geworden und sagen, im schlimmsten Fall, zumindest mal in den Medien, in den chinesischen Medien, im schlimmsten Fall müssen wir halt gucken, dass wir mit anderen Partnern zusammenarbeiten, wenn das mit den Amerikanern gar nicht mehr geht. So ist mitunter zu lesen und die Bevölkerung, wenn man so diese Netizens, also die Internetgemeinde sozusagen in China hört, wie repräsentativ die auch immer ist, das entzieht sich mir meiner Kenntnis. Aber wenn man dem Glauben schenken darf, sagt man, naja, wir müssen uns auch nicht alles gefallen lassen. So, also Spannung steht uns noch offensichtlich bevor, der Markt offensichtlich aber auch nicht wirklich in der Lage, hier irgendwas zu reißen. Ich bin deshalb etwas vorsichtig mit meinen Engagements hier und mit meinen Aussagen. Natürlich kann ich mich aus dem Fenster lehnen. Dieses hier, dieser Einstieg wäre ein typischer Einstieg nach meinem Handelsansatz. Schub in die eine, wackelige Richtung, in die andere Richtung hier. Das einzige Problem, was ich hier sehe, ist das relativ unausgebildete Chance-Risiko-Verhältnis, weil wir einfach keine sinnvolle Zielmarke hier haben. Es kann ja ruhig weit gehen, aber das sieht man hier nicht. Das kann man nicht zwingend erkennen und deshalb ist es tatsächlich fraglich, wie weit da die Bewegung noch läuft. Für Leute mit Nerven bzw. mit Trailing Stop kann das trotzdem Spaß machen, einfach reingehen und zu sagen, wieso, der Stop wird doch sowieso hinterhergezogen. Das geht natürlich immer. Das ist jetzt hier auf kleiner Zeitebene jetzt mal zum Beispiel 5-Minuten-Chart. Ich will niemanden verführen, auf den kleinen Ebenen zu arbeiten, aber man kann das natürlich auch als Indikation für größere Zeitebenen benutzen. Deshalb wollte ich das an dieser Stelle mal bringen. In diesem Sinne, ich rede schon wieder viel zu lang. Alles Gute und ganz liebe Grüße.